Viertel nach sieben. Super schlecht geschlafen, aufgewacht, ey, oben gequatsche, mein Rücken. Boah. Aber das Wetter sieht gut aus. Kann es kaum glauben. Kaum Wolken am Himmel, zumindest hier. Na, es weht natürlich ein bisschen. Kann auf jeden Fall geflogen werden heute. Auf geht's. Fünf Flüge sind es heute. Eventuell fährt einer weg, kommt einer dazu, man weiß nie. Und morgen ist der Markus immer noch im Urlaub, das heißt, sie fliegt doch wieder mit dem Koji morgen. Mal gucken, vielleicht bin ich morgen auf Standby. Ja, später losgekommen als geplant. Jetzt haben wir schon 8:55. Ja, aber Wetter sieht gut aus. Also knapp 20 Knoten sollen das heute noch werden. Das ist auf jeden Fall weniger als die letzten Tage. Und Wolke, es zieht halt immer wieder kleine Minischauer durch, aber das ist eigentlich gut für Regenbögen. Okay, auf geht's. Cyber Monday steht noch an. Den Rasierer habe ich mir jetzt noch nicht gekauft bei Amazon für $260. Ich hoffe, da gibt es noch irgendwo eventuell einen Discount. Wenn Braun den auf deren Seite für 230 anbieten kann, oder 238. Ja, auf jeden Fall brauche ich einen Rasierer. Also der alte, der bringt es nicht mehr so. Aber der kostet für den Rasierer, den ich mir da kaufen will, der kostet ein Ersatz-Scheerblatt $85. ja, nee. Aber das soll ja halten. Und ich habe jetzt ja nicht so den Rauschebart. Von daher wird es wahrscheinlich 2 Jahre bzw. 3 Jahre halten anstatt einem. So, auf geht's zur Arbeit. Mein Rücken, mein Nacken mehr morgens und dann der Rücken am Nachmittag. Aber alles gut. So, es gibt natürlich jetzt immer einen extra Discount für den Laptop, den ich mir bestellt habe über VIP-Members, der noch nicht losgeschickt wurde. Allerdings spare ich nur $60. Aber $60 sind $60. Von daher überlege ich gerade, ob ich nicht die Order nochmal cancel und dann neu bestelle. Ist natürlich ein ganz schönes Drama, dann kriege ich den wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Aber macht ja nichts. $60 sind $60. Das ist, dann kriege ich den Rasierer doch günstiger dann. Also, wenn man das mal alles zusammenrechnet. Muss ich mir überlegen. Habe ich so erstmal geflogen. Zwei Flüge, da sind wirklich nur drei Leute drauf. Oder zwei. Naja, mal sehen. Auf geht's. Ach ja, hier um 8:45, ja, immer nur noch 22 Grad. Das ist normalerweise immer schon 26, 27 gewesen. Maximaltemperatur heute in Honolulu 26 Grad. Und nachts kühlt es jetzt runter bis 18, 19 Grad. Ja, von wegen, das bleibt hier im Winter so genau wie im Sommer. Gut, wir haben dieses krasse Sturmtief im Norden. Kann natürlich sein, sobald das abgezogen ist, dass es wieder wärmer wird. Aber zurzeit auf keinen Fall zu warm. Eventuell ein bisschen zu kühl, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat. Aber im Grunde genommen perfekte Temperatur. Zwei Flüge vorbei. Boah, ist das angenehm zu fliegen, wenn es nicht weht, nicht zu warm ist. Und sonst irgendwas. Das Problem heute ist, jeder kleine Penis, wollte ich gerade sagen. Jeder ist in der Luft. Alle Schüler, Studenten, alle Tour-Companies. Es ist so viel los in der Luft. Man muss ständig aufpassen, dass man da nicht reinfliegt, denn da sind voll Idioten darunter. Besonders hier von Rainbow. Die haben ein paar neue Piloten und die wissen noch nicht genau, wie es läuft. Rechts vor links und so. Ey, da wären wir gerade von in die Seite reingeflogen, dem Koji auch. Die erklären was da, ne? Und dann fliegen sie einfach geradeaus und sehen nicht, ey, hör mal, ich fliege denn genau rein. Naja, auf jeden Fall bleibt das Wetter so. Es wird noch ein bisschen windiger, aber ansonsten bleibt es schön. Der Wasserfall hat natürlich kaum Wasser, hat nicht geregnet auf der anderen Seite viel. Und eine Flug wurde abgesagt. Das heißt, der Koji, der fliegt heute fünfmal und ich fliege nur viermal. Das heißt, ich bleibe die Nummer eins. Ich hätte morgen frei haben können. Naja, egal.
Ich werde auf jeden Fall die ersten beiden Flüge fliegen, hoffentlich, denn da gucke ich das Deutschland spielen. Das ist der Plan. Wenn, wenn Deutschland gewinnt, dann komme ich auf jeden Fall hierher. Und wenn nicht, dann muss ich mir das überlegen. Der Coach hat gesagt, mach wieder Bild. Feierabend. Um, keine Ahnung, 16:30. Zwei Briefumschläge gab es heute. Kein Cash, nix. Ich weiß nicht. Der Koji zeigt mir schon wieder so ein Packen Scheine. Okay, der ist heute 6-mal geflogen, aber trotzdem. Ich bin gestern 7-mal geflogen. Hat überhaupt nichts an Packen. Auch zwei Umschläge. Und kaum was drin war. Der macht eine Cola und Trinkgeld. Ich weiß nicht. So, jetzt geht's nach Hause. Ja, 5 Uhr haben wir. Dann esse ich irgendwas. Und dann gucke ich mir eventuell den Anfang von dem Spiel Japan gegen Marokko an. Heute um 12 Uhr nachts. Und auf jeden Fall das Deutschlandspiel. Denn morgen fliege ich nur am Nachmittag. Bisher nur um 1 und um 3. Und der Koji fliegt am Morgen. Das heißt, ich kann mir auf jeden Fall das Deutschlandspiel angucken. Und wie die verlieren, ey. 20 nach 5. Und ich bin zu Hause. Ich kann es kaum erwarten. Jetzt eventuell trinke ich mir sogar ein Bier. Aber erstmal ein Glas Orangensaft. Check die Briefumschläge, die beiden. Und dann gucken wir mal. Bisschen YouTube. Black Friday, Cyber Monday. Alles läuft noch. Gucken, was ich mir auch besorge. Diese Glühbirnen, die wollte ich nochmal eine ausprobieren. Bei mir im Schlafzimmer. Das mache ich jetzt. Alexa, light 100%. So, das Smartlicht habe ich installiert. Ich dachte, das wäre bunt, so wie meine anderen. Ist es aber nicht. Aber es macht auch nichts. Das kann ich hoch und runter stellen und es ist halt mit Alexa steuerbar. Perfekt. So, es ist mittlerweile 7:20. Jetzt habe ich mir mal meine Kartoffeln und nochmal ein Stückchen Fleisch in den Ofen geschoben. Das wird in 20 Minuten gegessen, denn was Anständiges habe ich heute noch nicht gegessen. 3 Donuts, jemand hat Donuts ausgegeben. Jemand hat ihren Ehemann actually heute umsonst mitfliegen lassen und der hat eine ganze Ladung Donuts mitgebracht und irgendwie wollte keiner bei Donuts. Aber ich mag Donuts. So ja, und dann werde ich eventuell heute Nacht um 12 das Spiel anfangen. Japan, Marokko und dann natürlich morgen nur früh um 9 oder um 8. Ne, um 9. Das Deutschlandspiel. Und dann habe ich 2 Flüge um 1 und um 3 und ich hoffe wirklich, dass die gewinnen und dass ich mein Trikot tragen kann. Das wäre ein Traum. Wenn die verlieren, muss ich trotzdem arbeiten um 1, aber erst um 1. Das heißt, ich kann so richtig geil ausschlafen, beziehungsweise nicht ausschlafen, sondern dösen dann hier weiter im Bett mit dem Fußballspiel und muss nicht um 7 oder um 6 oder um 5 Uhr raus. Und morgen ist ja schon, ich glaube, morgen ist Sonntag, oder? Ja, genau, da habe ich ja Montag, Dienstag frei. Das heißt, morgen 2 Flüge und dann 2 Tage frei. Nice. So, ja, Montag Cyber Monday steht noch auf dem Programm. Ich habe den Rasierer noch nicht gekauft. Ich meine, ich kaufe ihn ja auf jeden Fall. Also, wenn ich hier meine Rasur am Morgens checke, dann ist das alles rau und schlecht und aufgeschrabbelt. Also, ich brauche auf jeden Fall einen neuen Rasierer und wenn, dann soll es auch ein, naja, der beste sein, der auf dem Markt ist. Und das ist halt der Braun Series 9 9465CC. In Schweden und in anderen europäischen Ländern, da gibt es das Ding ohne dieser komischen Reinigungsstation, die ich eh nicht verwende, weil diese Reinigungsflüssigkeit, die kosten Schweinegeld, 30, 40 Dollar. Ein so ein komisches Cartridge. Benutze ich eh nicht. Und da gibt es den dann für 60, 70 Dollar günstiger, ohne diesen blöden Ding. Da gibt es dann so einen schönen Ständer, wo man den reinhakt und dann lädt er darüber auf. Gibt es in den USA nicht. Hat eine eigene Bezeichnung, gibt es nicht. Ärgerlich. Naja, egal. So, was ich jetzt bis dahin mache, vielleicht eine Runde Poker spiele, duschen muss ich auf jeden Fall und Kaffee vorbereiten und so weiter. Mo. Ansonsten habe ich noch einiges an der Bestellung im Zulauf, aber es sind mehr so Kleinigkeiten, so Spielereien. Ja. 20 nach 11.
Duschen, Weichzähne geputzt, alles fertig, Videos zusammengeschnitten. Vielleicht schneide ich das noch von heute zusammen kurz. Das von gestern ist gerade fertig und lädt hoch. Ja, 40 Minuten noch bis zum Anpfiff, glaube ich. Dann muss ich gleich mal checken. Japan, Marokko. Und das wäre natürlich geil, wenn Marokko gewinnt. Oder die Unentschieden spielen. Aber Japan wird die wahrscheinlich schlagen. Aber wer weiß. Weltmeisterschaft ist immer alles offen. So ja, morgen ausschlafen, mehr oder weniger. Aber wahrscheinlich ist morgen wieder Terror. Morgen ist Sonntag. Jo, aber super cool. Morgen nur zwei Flüge, dann 2 Tage frei und so weiter. Von daher, ja, ich habe den Rasierer gekauft auf Amazon. Dann habe ich gekauft eine so kleines Solarding für meine Kamera. Die ist nämlich jetzt mittlerweile immer nach 2 Wochen schon wieder leer oder 2, 3 Wochen. Und dann packe ich da einfach ein Solarpanel dran und dann muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Das ist sehr gut. Und was habe ich noch bestellt? Noch irgendwas. Aber ja, da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu, denn das ist die einzige Zeit des Jahres so, ne? Von Black Friday, einen Tag vorher, bis Cyber Monday. Da besorgt man sich so alles, was man. Ich habe natürlich auf meiner Liste noch einiges stehen, was ich jetzt noch überhaupt nicht gefunden habe. Da würde ich eventuell noch mal gucken. Also die Jigs habe ich bestellt, den Laptop, den Rasierer, Vape, Angelsachen habe ich bestellt, Security Cam, warum habe ich die denn hier stehen? Ja. Hantelstange, Workout Bench, Surfboard, Bag, Schnorchel, Küchenregal. Ja, nach den ein oder anderen Sachen, da muss ich nochmal gucken. Da gab es jetzt nicht so die geilsten Deals, aber muss ich nochmal gucken, wo es die gibt. Das wollte ich mir noch besorgen. Ja, irgendwas habe ich noch bestellt. Weiß Oft schon ich aber wahr jetzt nicht. Ja, jetzt haben und wir schon es kurz vor erinnert sich in 1. Ich habe einer mir gerade mal die erste Messe Halbzeit angeguckt, zum 2000 Teil zumindest. Costa Rica, und Japan. wenn mir vor 30 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich irgendwann Weltmeister werde.